Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid, denn jetzt geht es um News. Starten wir heute mit dem Simulator X-Plane 12, der einen hauseigenen Store erhalten soll. Diese News wurden von Lamina Research angekündigt, dem Developer des Sims. Mit diesem Store wolle man die Möglichkeit schaffen, Produkte nicht nur über verschiedene Webseiten, sondern auch über einen direkt in den Sim eingebauten Store zu kaufen. Ähnlich also, wie das der MSFS mit seinem Marketplace macht. Die einzelnen User sollen sich mit einem Login im Store authentifizieren können. Die Käufe, die man dann im hauseigenen Store tätigt, seien direkt mit der eigenen X-Plane-ID, also mit dem Key des Simulators, verbunden. Sollte man den Sim dann aus irgendwelchen Gründen neu installieren müssen, sollen alle Add-ons, die über den Store gekauft wurden, automatisch neu installiert werden. Das bisher übliche Herunterladen und Installieren der einzelnen Add-ons von verschiedenen Kaufwebsites soll damit entfallen. Updates sollen über den Store ebenfalls gehandelt werden, sodass die Produkte immer automatisch auf dem neuesten Stand gehalten werden. Schön wär's dann noch, wenn alle anderen Einstellungen, so wie zum Beispiel die für die Joysticks oder auch für die Grafik-Settings, mit übernommen würden, man also eine komplette Sicherung hätte, die man dann nicht mehr manuell machen muss. Informationen zu dieser Thematik sind bisher allerdings keine bekannt. Released werden soll der Store irgendwann in diesem Jahr. Und wenn es weitere Infos dazu geben sollte, könnt ihr sicher sein, an dieser Stelle wie gewohnt darüber informiert zu werden. Schaltet also auch nächste Woche wieder ein, um keine News dazu zu verpassen. Die Developer Flight Factor und Tolis haben angekündigt, einen Airbus A350 für den X-Plane 12 zu entwickeln. Jetzt könnte man natürlich denken, dass die beide jeweils einen A350 entwickeln und wir am Ende zweimal dasselbe Flugzeug für einen 12er hätten, aber das stimmt nicht. In der Ankündigung, nämlich in der von der Entwicklung des A350ers gesprochen wird, ist auch die Rede davon, dass man ihn zusammen entwickeln möchte, also in enger Kooperation. Das allerdings war es dann auch schon wieder mit Infos dazu, mehr wurde nicht veröffentlicht. Dass sich die beiden Entwickler zusammentun, halte ich persönlich für eine gute Idee. Beide wissen, wie es in der Branche läuft, haben langjährige Entwicklungserfahrung und demzufolge ist zumindest das Potenzial vorhanden, dass der A350, der da gebaut werden soll, am Ende auch was wird. Wie genau es jetzt allerdings weitergeht, ob es schon ein Timeframe gibt, ob die Entwicklung überhaupt gestartet wurde und was das möglicherweise für Auswirkungen auf andere Projekte der Developer hat, darüber wissen wir bisher allerdings leider nichts. Einen A350 als V2 oder Neuentwicklung hatten wir ja schon mal im Gespräch, allerdings war das damals noch für X-Plane 11 und nur von Flight Factor alleine. Weil Flight Factor und Tolis das jetzt aber nun zusammen entwickeln und möglicherweise auch die Reaktion auf den Inebles A350 für den MSFS damit reinspielt, könnte ich mir schon vorstellen, dass die unter einer gewissen Art von Druck stehen und sich deswegen möglicherweise ein wenig auf den Hintern setzen, beeilen oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Auch dabei handelt es sich am Ende allerdings um nichts weiter als Spekulation, weswegen wir nichts weiter tun können, als abzuwarten, bis sich irgendetwas Neues ergibt. Und falls das der Fall sein sollte, könnt ihr sicher sein, an dieser Stelle wie gewohnt darüber informiert zu werden. Schaltet also auch die nächsten Wochen regelmäßig ein, um keine News dazu zu verpassen. Der Inebles A300 für den MSFS hat ein Update bekommen, das den Flieger auf die Version 1.0.5 bringt. Bei diesem Update handelt es sich um das zweite innerhalb von relativ kurzer Zeit und es sei deswegen nötig geworden, weil es in der Vorgängerversion 1.0.4 Probleme mit dem LNAV gegeben habe. Diese seien behoben worden und man habe sich bei Inebles außerdem daran gesetzt, noch ein paar Dinge mehr anzugehen. Den Profile-Mode des Autopiloten könnte man dabei zum Beispiel erwähnen, denn der soll eigentlich eingeschaltet bleiben, wenn man am MCP des Autopiloten den Heading-Mode aktiviert. In den vorhergehenden Versionen sei genau das allerdings nicht passiert. Zum Update eures Fliegers auf die Version 1.0.5 wechselt ihr in den Inimanager und dort auf die Seite des A300. Dort findet ihr die Option zum kostenlosen Update. Auch die PMDG 777 ist heute wieder dabei, mit weiteren Preview-Bildern. In der letzten News-Folge durften wir uns das Cockpit ein wenig genauer anschauen und heute geht es um kleinere Teile des Außenmodells. Zwei Bilder sind's, die PMDG veröffentlicht hat. Beim ersten geht es um Detailaufnahmen des unteren Rumpfes, so zum Beispiel des Landing Gears, der Flaptrap Fairings, dem hinteren Teil des Triebwerks und einer Sonde am unteren Teil des Rumpfes. Im zweiten Bild dürfen wir uns genau diesen Teil noch einmal anschauen, allerdings aus einer etwas anderen Perspektive. Hier sehen wir die Hinterkante der Tragflächen, Details des Fahrwerks und leuchtende Bremsen.
Wenn man es ganz genau nehmen will, dann leuchten sie natürlich nicht, sondern sie glühen. Und das tun sie deswegen, weil sie stark beansprucht wurden. Im dazugehörigen Forumspost wird von Robert Randesso angegeben, dass man die Temperaturen der Bremsen nicht nur simulieren, sondern auch grafisch darstellen wollte. Das sei mit der Darstellung der glühenden Bremsen, die sich im Übrigen auch im unteren Flugzeug rumspiegeln, erreicht worden. Ein nettes kleines Feature, wie ich finde, das den Detailreichtum, den das PMDG-Team bei der Umsetzung der 777 für den MSFS anstrebt, noch einmal deutlich unterstreicht. Eine größere Auswahl der Bilder von PMDGs neuem Flaggschiff gibt es diese Woche zwar nicht, aber wenn man die Frequenz zugrunde legt, in der die in der näheren Vergangenheit veröffentlicht wurden, kann man eigentlich schon fast sicher davon ausgehen, dass wir nächste Woche wieder welche bekommen. Ist aber trotzdem egal, denn wie auch immer sie veröffentlicht werden, an dieser Stelle findet ihr sie auf jeden Fall. Wenn ihr keine News dazu verpassen wollt, solltet ihr also auch in der Zukunft regelmäßig einschalten. Und dann habe ich noch was zur Just Flight British Aerospace 146 für euch. Dieser Flieger kam schon vor einiger Zeit in den MSFS und soll nun etwas aufgefrischt werden. Zu diesem Zweck will man einige Updates ausspielen, die unter anderem eine komplett neu gestaltete Kabine beinhalten, die Just Flight nun erstmals vorgestellt hat. Laut Developer-Angaben sei die Kabine von Grund auf neu entwickelt worden. Man habe Wert auf akkurates Modeling und genauso gut aussehende Texturen gelegt und außerdem die Ressourcennutzung verbessert. Im Endeffekt soll die Kabine also nicht nur besser aussehen, sondern gleichzeitig auch FPS-freundlicher sein. Zum Schluss habe man noch diverse Interaktionsmöglichkeiten hinzugefügt. So könne man zum Beispiel Türen auf- und zumachen, die Tische rauf- und runterklappen, Rollos auf- und zumachen, die Sitze bewegen und noch vieles mehr. Wenn die Verbesserung der Kabine herauskommt, dann soll sie für alle bisherigen Kunden der British Aerospace 146 ein kostenloses Update sein. Wann das allerdings passiert, ist derzeit noch unklar. Wie bei so vielen anderen Sachen, so gilt allerdings auch hier die Tatsache, dass ihr an dieser Stelle wie gewohnt darüber informiert werdet, falls sich etwas Neues ergibt. Und damit sind wir für diese Woche auch schon wieder durch. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und macht's gut!